Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Hunter Primal. Ich bin zusammen mit Exhumed unterwegs und ja, wir wünschen euch viel Spaß dabei. Ach ja, immer diese Telefonate. So, ich dachte schon, ich bin irgendwo rausgeflogen oder was, weißt du, mit dem, dass der German Fanzucker raus ist oder was, das ist wirklich komisch. Ich hatte ja auch geschrieben hier im Chat, aber hast du, glaube ich, nicht gesehen. Nee, das habe ich nicht gesehen. Habe ich wieder verpeilt. Ja, bin ja da, offensichtlich. Ja. Störenfriede abgewimmelt. So, weiter geht's. Ach ja, Rex hatten wir, genau. Ja. Hat überlegen, was wir gerade gemacht haben. Ja, dann können wir, wenn du willst, noch Richtung Zeit C gehen, obwohl er wahrscheinlich nicht allzu viel sein wird. Ich meine, normal, wenn man hier oben rüber geht, oder? Also von Madame kommt, ja, da hat man doch Hügel, hinten, ja. Hinter dem Hügel ist da auch meistens noch ein Rex oder zwei. Spur noch. Da können wir ja mal gucken, vielleicht finden wir da noch eine und sonst müssen wir halt woanders hin. Ja, sonst halt zu Madame rüber dann. Ja. Da sollte dann ja mal irgendwas sein. Jetzt bei dem Santa Call of the Wild werde ich dann wohl schneiden müssen. Mhm. Da muss ich mir erstmal ein Videoprogramm runterladen. Das kann man ja auch zu mehreren spielen, gell, habe ich gehört. Gibt Multiplayer auch, ja. Habe ich auch noch nicht probiert. Wie genau das funktioniert irgendwie. Also Spaß macht es schon auf jeden Fall, wenn man da drum rumläuft in der Landschaftszeit. Das sieht schon geil aus. Ne? Und wenn einem das so langweilig wird, wie mir dann irgendwann der Fall war, weil selten halt Hirsche oder Rehe rumgelaufen sind, habe ich dann halt irgendwann mal das Gebiet gewechselt. Und da sind ja dann so Elche und auch Braunbären und solche Sachen. Und dann schon spannend halt. Gemein für dich. Voll. Eins hier, was du halt wirklich freischalten kannst, sind dann diese Camps, wo du dann auch deine Ausrüstung dann wechseln kannst und auch übernachten kannst, damit du halt den Tageswechsel irgendwie eine bestimmte Uhrzeit wechseln kannst, um halt irgendwelche irgendwelche Wildtiere da in einer bestimmten Uhrzeit jagen zu können. Und ansonsten hast du noch diese Aussichtspunkte, die du dann auch einfach so erspielen kannst, durch Erkunden. Aber die Hochstände musst du halt wirklich explizit immer freispielen durch Freischalten von Credits halt. Und die kosten halt teilweise so 1700 bis 2500 Credits und das ist schon viel Geld. Also da musst du schon so ein paar Rehe oder Hirsche oder so abknallen, bevor du dir überhaupt das ein so ein Ding leisten kannst. So, da hier. 1%. Na super. Ich hab 2% Schaden gemacht. Ist ja nicht auf hier. Ich dachte, ich habe hier noch einen gehört. Links ist der. Ah ja. Also 2. Geräuschmäßig. Bayern? Ja, ich kann noch stehen. Weiß nicht. Ach, da unten ist einer schon. Aber wohl nicht hört. Ich lock den mal an. Denk mal zu mir. Aber der Gewürzleiste, der abknallt. Liegt der schon wieder so da? Ja, steht bei mir auch so komisch. Mit den Füßen nach hinten. Ich kann mal einen Screenshot machen, sieht so gerade so schön aus. Ja, das sieht so, wenn der so die Füße nach hinten hat. Sieht schon nett aus. Oh. Ackert jetzt aber der Kasten irgendwie so. Ah, friss mich. Steht der bei dir? Bei mir steht er, wie vorhin der andere. Ja, und bei mir liegt er wieder, genauso wie der andere. Schau mir die Augen, kleines. Deine blauen Augen.
Gucken wir mal, ob wir den einscannen können. Jawohl. Aber dass der andere jetzt nicht herkommt, hier war nämlich noch einer. Oh, Rex. Das ist ein Rex. Ja, man, Seltenheit. Und wie schwer bist du? Sag mal, zeig mal. Weiblich 6,1, ne, 6,2 bis 6,3. Da unten. Hab's mal markiert. Ich sehe ihn. Ist ziemlich dunkel, so. Da vorne am Waldrand steht er. Ja, ja. Ja, da rein. Gerade wollte ich sagen, sollen wir mal anlocken? Ja, ja, weil sonst. Mal herkommen, genau. Er kann ruhig zu uns kommen. Wir haben nichts dagegen. Dreht er sich so komisch? Nein, hatte ich nicht. Jawohl. Also ein bisschen backen tun die irgendwie so. Ja. Hat man richtig. Du, aber schöne Zähne. Ist alles rot. Von Herz bis alles rot, ja. Nur der Schädel des Hirn ist nicht rot. Vier Treffer von dir, neun von mir. Komisch. So, willst du weiterlaufen zur Basis oder wollen wir umdrehen? Mir ist egal, wir können ja umdrehen. Ja, aber ich denke mal, Rex wird da nicht mehr viel sein, da kommen dann noch ein paar Utas und gut. Wenn überhaupt, ja. Also das letzte Mal, wo ich da war, hatte ich mal ein, zwei Velos, sag ich schon, Triceratops und einen Uta. Und ja, meistens hat man hier auf dem Weg diesen einen Rex hier. Ja. Und dann. Ah, lass uns umdrehen. Probier ich mal aus. Ich habe da ein paar Bekannte, die haben eben gesagt, sie. Oh! Doppelpack. Welchen? Irex oder? Nee, zwei. Achso, du bist gar nicht hier rüber gelatscht. Ich hab hier eine Triceratops-Spur. Ja, hier sind zwei Triceratops. Ich nehme mal den vorderen. Steht der gerade so schön. Fressen oder was war das? Hat fast so ausgesehen, gell? Vom Geräusch her war das irgendwie so. Ja, wie gesagt, zum Halloween-Sale, denke ich mal, dann wird es das Spiel auch bestimmt wieder geben und rabattiert. Weil wenn die jetzt damit schon anfangen, dann werden sie es generell auch machen. Vielleicht können wir ja dann ja mal eine Runde zum Spielen in dem Game. Naja,
Dann lege ich mir das auch mal zu, dann können wir mal gucken. Weil irgendwie finde ich es ganz nett. Also, das hat wirklich schon was, das Spiel. Also, und es ist halt nicht so. Spaß, ja, halt, es ist nicht ganz so stressig. Ja, es ist sehr, sehr entspannend, sagen wir mal. Weil, also, das ist weil bei dem, mehr chillig als das hier. Ja, weil bei dem anderen da, bei diesem PlayerUnknown Battleground, da stehst du ja quasi permanent unter Strom. Ja, das ist ja auch das Spielprinzip. Ja. Sollst du ja auch gar nichts anderes machen, außer halt Waffen sammeln, Gegner killen oder dann die Zone wieder reingehen, damit du nicht in den Kreis bleibst. Naja, ich hatte auch überlegt, halt, aber irgendwie, ich mag dieses Battle Royale irgendwie nicht so wirklich. Ja. Es gibt so viele Spiele da mit dem gleichen Spielprinzip. Ja, das ist richtig. Ich frage mich sowieso, warum das Spiel so mega erfolgreich ihm halt ist. Ja, vor allem, wenn bis das irgendwann mal released wird. Vorher schon mal ja, Spiele, vor allem, wenn das, bis das irgendwann mal released wird, ist es sehr wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Da willst du gar keine mehr spielen. Das hängt davon ab, wie die Entwickler halt ranbleiben mit dem Content. Aber an für sich hast du natürlich da nicht unrecht. Hat den gerade gekillt oder was so gut? Also ich hab mal drauf geschossen auf den. Achso, na dann scan mal einen. Weil ich meine, es gab ja vorher schon halt so wahnsinnig viele Battle Royale-Spiele, die aber mittlerweile gar keinen mehr interessieren, aber bei dem Spiel scheint es irgendwie eine Ausnahme zu sein. Liegt wahrscheinlich wieder daran, dass da so ein paar Entwickler, glaube ich, von den HZ1 oder so dabei sind oder von DayZ, ich weiß nicht mehr, von irgendeinem anderen Spiel, glaube ich. Ja, das habe ich glaube ich auch schon gehört. Liegt wahrscheinlich daran, weil die Community halt diese Spiele wieder kennt und dann, naja, kennst du ja, ne? Wenn du was kennst, dann vertraust du den Leuten eher wahrscheinlich als irgendeinem anderen Entwickler und dann. Ich denke mal, es wird ja Pluspunkt bei dem Spiel sein, dass sie da die Verkaufszahlen haben. Mittlerweile waren es natürlich über 3 Millionen so. Das ist massenhaft, Leute spielen das, gell? Das ist ja dauerhaft bei Steam in der Toplist, ne? Also immer Platz 1. Seit 2-3 Monaten jetzt. Sehr erstaunlich. Ja. Siehst du, dann kommt Halo rum. Mit ganz ohne Triceratops-Scorder. Einscannen? Ja, kannst du machen. Spielt ja keine Rolle eigentlich. Nee, macht irgendwie gar keinen Unterschied, gell? Ne, das gab es ja mal vorher, diesen, dass man halt dann noch derjenige, der ihn einscannt, dann den Abschluss quasi kriegt. Haben sie dann ja Gott sei Dank mal irgendwann geändert. Ja, das macht auch Sinn. Ja, klar. Hat sich da so schön ins Gras gelegt. Muss ich ein bisschen ausruhen. Oh. Mach mal zucken die noch ein bisschen. Wahrscheinlich die Ameisen unter dem, die den durch die Gegend tragen. Genau. Hauen den mal kurz ein paar Meter in die Luft und dann. Ja, und vor allem. Alter Schwede. Der ist unerwartet mal wieder. Weißt, der kommt so hinter mir her. Ich denke mir, hoi, höre ich da was? Und dann, der hat überhaupt sich gar nicht bewegt. Der ist so
über den Boden gerutscht, weißt und hat das Maul überhaupt nicht auf und nix und beißt mich aber. Erstaunlich. Echt, Dachs. Da sind zwei Treffer von mir drauf. Was? Nee, ich hab zu spät geschossen. Ach so, okay. Halt. Ja. Kommt auch mal vor, dass ich zu spät schieße. Ja, wie gesagt, also das Spiel macht schon grundlegend wirklich viel Spaß halt, ne? Und vor allem, weil, was mir richtig gut gefällt, ist halt der Wetterwechsel, beziehungsweise die Tag- und Nachtwechsel. Es dauert sehr lange, also ist relativ realistisch. Was dann halt wirklich so, wenn du, sagen wir mal, 3 Stunden spielst, da hast du dann eigentlich immer noch so, naja, wenn du vormittags anfängst, um 11, sagen wir mal, nach 3 Stunden bist du dann vielleicht bei 15 Uhr angelangt oder so. Oder 16 Uhr. Ein bisschen beschleunigter Tag- und Nachtwechsel, aber es ist so langsam, dass man denkt, das ist realistisch halt und das sieht cool aus halt auch. Ne? Dass langsam die Sonne untergeht, Nacht wird, dann ist aber auch Nacht im Spiel. Ja. Kann man da die Zeit auch überspringen? Ja, da musst du dann aber zu so einem, zu deiner Hauptbasis von den die es da gibt, so okay. zurückspringen und da kann man dann die Zeit überspringen quasi. Kostet aber halt auch wieder Credits, das ist das nächste. Okay. Hört mir ja auch nicht. Und ja, das ist halt schon ziemlich geil gemacht. Vor allem wenn der Nachtteil ist, dann ist auch wirklich Nachtteil. Hier. Der war cool. Im Scope-Modus. Dann ist es wirklich zappenduster, wenn dann halt nachts dann die Wildtiere da rumrennen, halt auch vorsichtig sein, sonst verscheuchst du die alle. Was ein bisschen seltsam ist, ist, dass wenn du, nachts ist ja wirklich extrem dunkel, du hast eine Taschenlampe, also eine Stirnlampe, wenn du die nicht anmachst, dann findest du keine Spuren. Okay. Also du musst quasi die Lampe anhaben, um Spuren am Boden zu erkennen. Das Ding ist halt, naja, ich meine, du kannst mit der Lampe halt die Tiere nicht erschrecken. Normalerweise ist das so, dass du die ja echt halt auch erschrecken würdest dann damit oder warnen lassen würdest. Wenn man Rehe halt anblendet oder so. Aber da im Spiel ist es halt so, dass es keine Auswirkungen hat. Halt nur dazu, um halt die Spuren nachts zu entdecken. Hat irgendwo ja auch Sinn, macht, weil ohne Licht findest du ja keine Spuren. Aber da man ja anfangs die Waffe hat, du kannst eigentlich mit der auch alle schießen, was an Tieren rumrennt. Ist es da auch so, dass man mit, aber dass man für ganz, oh, schau mal, ein schöner. Ja, sehe ich auch gerade. Auch wieder so ein Ankommen, haben wir einen zweiten. Ja, leg mal. Wieder gleichzeitig geschossen. Keine Ahnung, er ist jedenfalls mal ziemlich hochgespickt. Ja, der ist so ein bisschen komisch. Wer steht da auch gerade wieder so? Nee, hier mal die Waffe mal weggestecken. Der hat sich bei mir bis zur Hälfte im Boden eingegraben. Und der hat auch wieder das, dass die Füße so nach hinten weg. Ja, aber bei mir steht da noch ein bisschen so. Schwierig mit dem Mond. Nee. Oder so vielleicht. Mal schön, wenn die so schön stehen bleiben. Kann man sich die mal alle Ruhe angucken. Ja. Hat irgendwie was. So. Dann scan mal in deinen Abschuss da. Das ist doch nicht meiner, das ist deiner. Meinst du? Ja, ich nehme an. Dann werden wir gleich sehen. Hast du eine Spur gefunden? Kannst du ja nicht einscannen. Kann ich einscannen? Na, muss ich das so machen? Ja. Ja, bei mir geht das. Na, doch für mich. Ja. Schau, ich habe Herz. Ich habe nur 5%.
Aktuell habe ich mir eingebildet, dafür relativ gut getroffen zu haben. Ich würde hier an der Stelle wieder ein kleines Päuschen machen. So, Exhumed und ich, wir bedanken uns bei euch und hoffen, ihr seid das nächste Mal auch wieder mit dabei. Ciao, bis dahin, euer Eddie.